Eindrucksvoll blühende Staudenbeete stehen bei vielen Gartenbesitzerinnen und Besitzern ganz oben auf der Liste ihrer Gartenwünsche. Allerdings ist es nicht immer einfach, unter unseren vielen Stauden die richtigen Kombinationen für das eigene Beet auszusuchen. Schließlich soll es wunderschön werden und aussehen wie bei den Profis. Für alle, die bei der Gestaltung etwas Unterstützung benötigen, haben wir die passende Lösung mit Pflanzpaketen. Unsere Pflanzpakete bestehen aus unterschiedlichen Stauden, die je nach Verwendungszweck zusammengestellt wurden. Wir haben darauf geachtet, dass wir verschiedene Blütenformen, Blattformen und Wuchsformen zusammengestellt haben, damit sich ein harmonisches Ganzes ergibt. Und natürlich haben wir auch darauf geachtet, dass die Standortbedingungen pro Paket gleich sind. Man muss eigentlich nur noch zu Hause darauf achten, dass man den richtigen Standort rausfindet. Und dann hat man eine sehr große Auswahl bei uns auf der im Onlineshop und kann sich da ein Pflanzpaket aussuchen und hat ein perfekt gestaltetes Beet. Claudia Herten ist Staudengärtnerin. Sie berät viele unserer Kunden, auch wenn es um die Pflanzpakete geht. Rund 70 verschiedene kann man bei uns online bestellen. Eine nachhaltige Verpackung ist uns wichtig. Unsere Pflanzpakete kann man entweder zur Abholung bestellen, aber die meisten bekommen das in einem solchen Karton über den Versand. Und wir achten darauf, wie man so schön sehen kann hier, dass wir es möglichst plastiksparend verpacken. Man hat nur eine ganz dünne Folie unten am Boden, damit der Karton nicht durchweicht, weil die Töpfe natürlich auch relativ feucht sein müssen, wenn wir sie verschicken. Wir stopfen das immer sehr schön mit Heu aus. Und für Allergiker können wir es natürlich auf Wunsch auch gerne mit Papier machen. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel, dass die Pflanzen sehr schön eingewickelt sind, damit denen auch nichts passiert. Und ich wickel jetzt mal was aus. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den schönen Steppensalbei. Der wurde mit dem Heu auch schön ausgepolstert, dass er nicht abbricht. Und man hat auch immer kleine Pflanzetiketten, damit man auch weiß, was man bekommen hat. Hier haben wir jetzt die Boltonia. Die großen Töpfe werden in der Regel einzeln verpackt. Und bis zu einer gewissen Größe können wir sie so lassen. Aber je weiter das Jahr fortschreitet und je größer die Pflanzen werden, müssen wir sie natürlich auch für den Versand zurückschneiden. Das schadet ihnen aber auf gar keinen Fall. Meistens wachsen sie dann sogar noch besser an. Die Pflanzpakete verschicken wir vom Frühling bis zum Herbst. Also in der Zeit, in der der Gartenboden offen und eine Pflanzung auch zügig möglich ist. Am besten packt man sein Paket aus, sobald man die Stauden und Gräser erhalten hat. Denn die wollen schließlich gern wieder ans Licht und versorgt werden. Für Ihren Garten bedeutet jedes Paket Vielfalt. Wir haben sehr viele Pakete zur Auswahl. Man hat also, um seinen Garten zu gestalten, wirklich alle Möglichkeiten, die man haben kann. Wir haben für trockene oder frische Standorte Pakete oder für sonnige oder halbschattige Standorte. Wir haben natürlich auch sehr viele Kräuterpakete, aber auch sehr viele insektenfreundliche Pakete oder Sortimentspakete. Da bekommt man von einer Gattung verschiedene Sorten zur Auswahl. Auch nach Farben sortiert haben wir verschiedene Pakete. Und hier zum Beispiel haben wir die Leichtigkeit des Seins. Da sind dann eher so Pastelltöne, gedecktere Farben. Und durch die Gräser wirkt es alles sehr spielend. Die Anzahl der Pflanzen, die man erhält, ist je nach Pflanzpaket unterschiedlich. Zum Beispiel bekommt man mit dem Paket Die Leichtigkeit des Seins 20 Pflanzen zugeschickt, in 12 unterschiedlichen Arten. Andere Pakete beinhalten 5, 10 oder auch 15 Stauden, je nach Thema des Pakets. Und für jede Gartensituation passend. Die Pakete haben durchaus unterschiedliche Größen. Also viele sind für 3 bis 4 Quadratmeter. Dieses ist jetzt speziell für ungefähr 5 Quadratmeter. Wir haben aber auch welche für nur 1 bis 2 Quadratmeter. Da kann man dann wirklich je nach Beetgröße sich auch das Richtige aussuchen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Beet hätte, was 10 Quadratmeter wäre, dann könnte man das natürlich auch einfach doppelt pflanzen. In dem Paket Leichtigkeit ist zum Beispiel der Steppensalbei enthalten, der jetzt schön violett blüht. Dann folgt bald die Prachtkerze mit ihren weißen Schmetterlingsblüten. Hier haben wir noch einen weißen Sonnenhut. Und hier ist die Himalaya-Säge, die schon mit ihrem filigranen Laub vor der Blüte schon richtig was hermacht. Dann haben wir natürlich auch noch einige Gräser, um das Thema Leichtigkeit noch mal gut aufzugreifen. Und neben dem Thema Leichtigkeit sind vor allem alle Stauden auch sehr trockenheitsverträglich. Bevor die Stauden in die Erde gesetzt werden, sollte man sie im Beet platzieren. So kann man sich besser vorstellen, wie die Pflanzung später einmal aussieht.
Aber nicht jeder hat schon Erfahrungen mit der Bepflanzung von Beeten und ihrer Pflege gemacht. Damit Sie auf die wichtigsten Fragen schnell Antworten erhalten, haben wir vorgesorgt. Unsere Pflanzpakete sind vor allem für Gartenanfängerinnen. Und jedes Paket wird mit so einem Pflanz- und Pflegeplan geliefert. Dort sieht man bei jeder Pflanze, welchen Pflanzenabstand man einhalten soll, welche Pflege sie möchte, wie sie zurückgeschnitten werden sollte. Und zusätzlich bekommt man auch einen Pflanzvorschlag. Da kann man sich ein bisschen dran orientieren, wie die Pflanzen am besten arrangiert werden, dass sie einfach ein harmonisches Bild im Beet ergeben. Wer möchte, kann natürlich auch seine ganz eigenen Gestaltungsideen in die Tat umsetzen. Anschließend sollten die Stauden gut angegossen werden. Das gilt auch an kühleren Tagen oder wenn es regnet. Einmal gut angießen ist wichtig für den Bodenschluss und danach sollte man wirklich nur nach Bedarf gießen. Also immer vorher kontrollieren, ist die Erde vielleicht noch feucht genug. Und nicht nur gießen, wenn die oberen Zentimeter abgetrocknet sind, sondern ruhig tief weiter rein in die Erde und kontrollieren. Wenn sie dann abgetrocknet ist, sollte man auf jeden Fall gießen. Und natürlich bei heißer Witterung ist es eher nötig. Aber bei kühler Witterung ist es oft nicht so nötig. Manchmal reicht sogar einmal das Angießen aus. Und weil man sollte es definitiv nicht zu gut meinen, da die Pflanzen trockenheitsverträglich sind, reagieren die empfindlich auf zu viel Nässe. Deswegen immer nur nach Bedarf gießen. Mit Pflanzpaketen wie diesem gelingen Ihnen harmonische, professionelle Bepflanzungen im eigenen Garten. Unser Angebot an solchen Paketen finden Sie ganz leicht online. Bei uns auf der Website geht man am besten in den E-Shop und dort unter Bepflanzungsideen findet man alle Pflanzpakete, auch nach unterschiedlichen Themen geordnet und da kann man sich gerne mal umschauen. Die Stauden entwickeln sich nach der Pflanzung zügig. Im Laufe weniger Jahre entfalten sie sich zu ihrer vollen Größe und Schönheit. Und das neue Beet wird mit ihnen zu einem harmonischen Teil ihrer Gartengestaltung.